Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Heute schauen wir uns nicht unbedingt das Fahrzeug an, mit dem wir jetzt gerade unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz wollte ich diese Verfolgungsjagd hier mitnehmen. Nämlich sind wir mit dem Volvo Amazon unterwegs und ja, den gibt es jetzt als stillgelegtes Auto. Und deswegen habe ich auch auf der Karte begonnen, damit ihr seht, wo der entsprechend ist, wobei mittlerweile dürfte es relativ knapp werden, dass ihr den noch bekommt. Nichtsdestotrotz, ihr könnt es trotzdem ja nochmal versuchen, wenn ihr rechts unten, ouch, wenn ihr rechts unten das Symbol noch habt, dann könnt ihr das Fahrzeug ja nochmal aufsuchen. Gut, ansonsten, muss ich sagen, bin ich gerade erstaunt, der fährt sogar 200, wow. Und heute gucken wir uns, hey, ein schickes japanisches Auto an. Was ich ein bisschen umgetunt habe, nämlich den Mazda RX-7. Also, wir sind hier nur ganz am Anfang mit diesem Volvo unterwegs. Und kurz mal die Ausfahrt verpasst. Der ist aber auch so schnell, da kann man die Ausfahrt verpassen. Alter, was ist mit euch denn los? Wow. Ich habe ihn gerammt. Mal gucken, ob es ihm auffällt. Nee. Ich bin so ein bisschen von einer anderen Welt. Ich merke sowas nicht. Ich reagiere dann eher auf andere Welten. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Safe durchgekommen. Alter, der hat sogar einen Killswitch hier. In einem Volvo Amazon abgehängt, alles klar. Leute, könnt ihr mich ein bisschen anschieben? Das wäre ganz nett. Oh mein Gott. Der Reno, ey. Ich frag mich, was passiert, wenn man so ein Ford F-150 gegen Reno fährt. Ja, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich meine, so hart habe ich den jetzt auch nicht gerammt. Nein! Komm schon! Hoho! Oh Gott. Geht mir alle aus dem Weg. Oh. Jawohl. Stunt funktioniert wunderbar. Geil. Alle abgehängt. Haha. Ja, geil. Ey, das ging sogar richtig gut. Das ist ja fast wie die Verfolgungsstopper in Most Wanted. Super effektiv. Ja, aber schnell fahren kann man durchaus tatsächlich. Netter Versuch, Leute. Vielleicht nicht in Relation zum Spiel, aber in Relation zur Realität. 200 ist immerhin was für so eine sehr, sehr stark verrostete Karre. Okay, die Lackierungen brauchen kurz zum Nachladen. Okay, dann tauschen wir das Fahrzeug mal gegen das Auto, was wir heute definitiv mal fahren werden.
nämlich den Mazda RX-7. Ich habe mittlerweile die Lackierung geändert. Wir sind unterwegs mit dem Design von Dominic Toretto's Mazda RX-7. Das ist das Fahrzeug aus Fast and Furious 1, was, finde ich, ziemlich geil aussieht. Hä, warum fahre ich denn plötzlich hier raus? Und zum einen muss ich sagen, der Sound ist krass. Der Sound ist richtig krass. Das Auto ist auch schon ziemlich schnell. Oh, ich merke gerade, der würde sich als Drifter ziemlich gut eignen. Dann aber wieder die Tokyo Drift Lackierung, bitte. Alter, was ist das für ein Monstrum? Also ich glaube, den habe ich eigentlich nur im Labor in Anführungszeichen gezüchtet. Also den habe ich nur getuned. Da habe ich die Teile nicht eingefahren beim Grinden. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Pace, die das Teil hier hinlegen wird. Ja, also wenn der RX-7 hier ordentlich abschneidet, das wäre krass. Übrigens, es wird, das kündige ich jetzt schon mal kurz an, in einer der nächsten Folgen ein Gewinnspiel geben. Und zwar habe ich ein Headset und ein T-Shirt von Need for Speed Payback zugeschickt bekommen zum Verlosen und ich werde das entsprechend auch natürlich dann verlosen. Wie ich das Ganze gestalte und so weiter und so fort, das ist mein erstes Gewinnspiel, was ich eigentlich so mache. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen müssen, weil, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Wäre natürlich auch mal ganz gut, wenn ich dann irgendwie mal anfrage, hey, wie mache ich denn das? Nicht, dass es am Endeffekt heißt, na, da hast du einen Fehler gemacht, hier und da. Da gab es ja schon in der Vergangenheit hin und wieder mal Problemchen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Beitrag von Rob Bubble kennt, in Zusammenarbeit mit dem WDR war es, glaube ich, wo sie auch verschiedenste Gewinnspiele unter die Lupe genommen haben. Natürlich möchte ich da, dass alles astrein läuft. Etwa so astrein, wie der Mazda RX-7 hier gerade fährt. Das ist ja eine phänomenale Kiste. Darauf muss ich jetzt gerade auch mal eingehen. 300 km/h hier zwischen den Kurven. Wahnsinn. Ich glaube, der kommt zwar nicht ganz an den Porsche ran, aber ich würde hier sogar noch einen Versuch wagen, weil das ist ja phänomenal, was der hier hinlegt aktuell. Und ich habe in fast jeder Runde einen Fehler gehabt. 1,49,42. Das, obwohl ich dreimal oder so gegen die Dingens geknallt bin, gegen die Bande am Ende. Oh, ein Steuergerät von Nextech brauchen wir nicht. So, aber wir können uns mal kurz die Werte anschauen. Leistung ist gar nicht mal so hoch, 820 PS. Ihr seht, man kann trotzdem viel aus dem Auto rausholen. Wahrscheinlich ist das Gewicht einfach mega niedrig. Trotzdem, 375 km/h ist unabhängig vom Gewicht sehr, sehr stark bei so einer Leistung. Zumindest in Need for Speed Payback-Verhältnissen jetzt mal gesprochen. Dann unter 2 Sekunden von 0 auf 100 und unter 9 Sekunden für die Viertelmeile. Das ist alles sehr, sehr krass. Gut, und damit probieren wir es noch einmal. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass die ganzen Objekte, die einem im Weg stehen, dass sie einen auch ein bisschen Zeit kosten. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Ja, bei der ersten Beschleunigung, da gucke ich immer, wie viel schaffen wir bis zum ganzen Nitro entleeren. Okay, ich glaube, der sechste Gang ist hier unvorteilhaft gewesen.
sehr schön das ganze Momentum rausgeholt aus der Kurve. Komm schon. Bis jetzt haben wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz verbessert. Aber ihr seht, die Kiste geht mega ab. Ich will auf ein paar Freeways mit dem Teil. Ich finde es vor allem immer heftig, wenn so ein Auto innerhalb kürzester Zeit die 350er-Marke knackt. Wie gesagt, relativ lange dachte ich, okay, der 918, der haut hier einen Benchmark raus. Da kommt man fast gar nicht mehr ran. In der letzten Folge hatten wir dann den... Es ist genau dieselbe Zeit nochmal. Ja, Erster! Es ist dieselbe Zeit nochmal. Und das Lustige ist, es ist immer ein Zahlendreher von der Zielzeit unten. Okay, das ist geil. Das ist schon richtig geil. Das finde ich cool. Beschleunigung nochmal stärker machen, aber dafür die Topspeed senken. Nee, wir behalten ein bisschen mehr Topspeed. Aber ich muss schon sagen, das ist ein ordentliches Kraftpaket. Also ich dachte beim 918 Spider, okay, schneller wird's hier nicht wirklich, aber jetzt, wo ich so ein paar Autos mal gefahren bin, muss ich sagen, die Hypercars, die sind gar nicht so überlegen wie gedacht. Uiuiuiuiui. Okay, RIP. Immerhin ist der Unterboden gut ausmodelliert. Das hat man hier gut gesehen. Autsch. So, und da hätten wir mal gegen Racer fahren können. Aber gut, da gibt es keine großartige Belohnung für. Haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Was ein bisschen schade ist. Oh, meine Güte, fährt die Kiste geil um Kurven und so. Also, für... wendige Einsätze in der Stadt, sehr gut. Schnelle Kurven, auch ganz gut, ja. Aber die Stärke, die liegt primär dann dabei, uiuiui, auf der Geraden sehr schnell zu sein, bis zu so einem Bereich von 350, 360 km/h. Ui. Autsch. Ja. So, ab auf den Freeway. Freeway oder Highway, keine Ahnung. Wenn man nicht aus den USA stammt, dann kennt man, glaube ich, in den meisten Fällen die Definition auch nicht, ob es jetzt ein Free oder ein Highway ist. So, jetzt achte ich mal nicht aufs Tacho, sondern auf die Fahrt. Weil sonst versemmel ich mir wieder einen mega guten Speedrun. Muss dann sagen, oh, ich habe auf die Topspeed geguckt. Nice. Geiles Teil. Also geht in die Richtung Porsche Cayman. Oh, 387, aber das schien so, als könnte man mit Nitro sogar noch mehr rausholen. Boah, also 387 finde ich stark. Vor allem, wenn der 375 erreichen soll, laut Werten, dann ist es krass. Autsch. Oh, der sieht ein bisschen kaputt aus. Was ich ja ganz süß fand, war im ersten Mazda RX-7 Video, dass dann jemand sagt, sorry, aber so wie du den verunstaltet hast, muss ich dir einen Dislike geben, wo ich mir denke, alles klar. Es ist ein Videospiel. Es ist nichts, was man super ernst nehmen muss, aber okay. Ich verstehe dich. Eigentlich nicht, aber... What? Wie viel hätte ich hier fahren sollen? Wie viel hätte ich hier fahren sollen? Und viel wichtiger, warum habe ich da noch nie eine Geschwindigkeit gesetzt? Aber wenn du das machen musst, ja, wenn dir jemand die Pistole an die Brust hält und sagt, du musst es jetzt disliken, dann schon okay.
Ich kann damit leben. Es irritiert mich zwar sehr, dass Menschen so denken, aber ja. Das ist das größte Problem, was ich damit habe. 355 km/h bräuchten wir. So, das Fahrzeug mal auf. Oh, 355 gefahren. Fast und ein bisschen weiter natürlich. Holy moly. 367. Und das auf so einem verhältnismäßig kurzen Weg. Das ist phänomenal, dieses Auto. Wow, also ich bin echt begeistert von dem Mazda RX-7. Ich hätte ihn gar nicht mal so stark erwartet, aber der kann ja echt eine Menge. So, mal gucken, ob er auch springen kann. Oh, driften, stimmt. Hatte ich ja auch mal vor mit dem. Ja, gut, war jetzt nicht so der beste Run. Muss man aber zugeben. Aber trotzdem einen Stern verdient. Und wir brauchen noch einen Stern, den wir hoffentlich jetzt holen werden in diesem Speedrun. Um hier auf... Ist es nicht das mit dem Offroad-Bereich am Anfang? Moment. Hatte ich hier nicht schon mal 3 Sterne? Na, hoffentlich werden wir diesen einen weiteren Stern hier jetzt bekommen. Mein Gott. Okay, das war ein bisschen zu weit rausgekommen. Ah, Offroad. Das regt ein bisschen auf. Wobei, bergauf fährt er auch seine 170. Das ist schon stark. Ah, nicht ein neuer Rekord, aber mit diesem Durchhänger zwischendurch. Und ich glaube, von dieser Seite aus, da geht es noch ein bisschen schneller. Da geht das schon. Offroad auch nicht zu schnell fahren, sonst fliegt man hier schnell runter. Oh, 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 oh. Ich mag es, mir den Sonnenuntergang am Steuer eines Wagens anzusehen. Ah, 174. Oh. Es wurde zwar ein bisschen besser, aber nicht so viel. Okay. Ja, also das ist dann wiederum nicht so eine Disziplin, die der kann. Ich bin mir sicher, der Porsche GT3 RS, der würde hier sehr, sehr gut abschneiden. Ja, aber ansonsten tatsächlich ein sehr schickes Auto. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, den Mazda RX-7. Vor allem, wenn man eine Fahrzeugbude, wenn man eine Kiste sucht. Wenn man eine Kiste sucht, mit der man auch mit Highspeed-Strecken gut klarkommt. Denn, ja, ihr seht es in den Kurven, da ist er so ein bisschen holpriger zum Einsetzen. Zum Driften ist er sehr geil. Also, ein RX-7 Drift könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay, das war schlecht. Ja, ein RX-7 Drift könnte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten, ja, für, wie gesagt, Topspeed-Passagen. Da ist er sehr, sehr geil, wenn ihr gegen Natalia Nova oder so fahrt. Da lohnt er sich, denke ich schon. Ja, ansonsten, Fortune Casino, wer hier spielt, wird definitiv nicht reich.
Ja, das gilt für jedes Casino, mein Lieber. Und die Nachricht kann ich auch gerne nach außen weiterleiten, dass dem so ist. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass die Folgen eventuell einen Ticken zu lang sind dafür, dass man ein Auto dann beleuchtet, vor allem wenn man es schon fertig getuned hat. Nur deswegen mache ich heute eine etwas kürzere Folge draus. Wir waren unterwegs mit dem Mazda RX-7 und das ist ein sehr schickes Auto. Wie gesagt, meinen Eindruck habt ihr jetzt ebenfalls von dieser Kiste. Geht in Richtung Porsche Cayman, nur vielleicht mit einer etwas besseren Performance auf geraden Strecken und etwas mehr Problemchen in den Kurven. Aber nichtsdestotrotz, coole Karre ist es auf jeden Fall. Und ihr könnt ja die Kiste ja auch finden, wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, sie im Spiel zu finden. Ansonsten als Drifter vielleicht auch ganz gut geeignet. Da könnt ihr mir ja mal eure Eindrücke rausposaunen. Ansonsten, was haltet ihr von der Kiste? Das wird mich ebenfalls sehr interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann wieder mit irgendeinem anderen krassen Auto. Wartet mal ab, was es ist. Und ich danke schon mal vielmals fürs Einschalten. Haut rein!